Es passiert hier bei uns jetzt ganz, ganz viel und ich habe Riesenpläne. Aufgewacht, Nagelstudio, Action! Ja, fährt auch in den Urlaub hinbringen. Ja. Packt sich da zwei Motorräder hinten drauf, einen Wohnwagen hinter und dann fahren die in den Urlaub. No. Ja, ach, kurz, du hast auch schon wieder dann. Motorhaube drauf. Ja, Mensch, das sieht ja schon wieder richtig aus wie ein Auto. Was könnt ihr also in Zukunft von uns erwarten? Keine besonders tolle Struktur, aber irgendwo haben wir eine Struktur, wo alles funktioniert. Heute gibt es ein ganz, ganz interessantes Update für euch, weil es passiert hier bei uns jetzt ganz, ganz viel und ich habe Riesenpläne für mich, für meine Jungs, für unseren Betrieb und natürlich in allererster Linie für euch, weil ihr ja so ziemlich das Wichtigste für mich seid. Und zwar, ich stelle diesen nächsten Monat, ab 1. Juni 2022, drei neue Leute ein. Damit haben wir als produktive Mitarbeiter 6 Mann beschäftigt. Und ja, ich wollte es nicht. Ich habe mich immer gewehrt, mit Händen und Füßen so groß zu werden. Und ich denke, ich habe es lange, lange geschafft, meinen Betrieb klein zu halten, klein zu schrumpfen, gesund zu halten und so weiter und so fort. Das möchte ich auch in Zukunft weitermachen. Aber nichtsdestotrotz, ihr seht es, wie es draußen nun mal so ist. Wir haben überall Fachkräftemangel und es ist überall an Handwerksleistungen. Handwerksleistungen sind gefragt, meiner Meinung nach, wie nie. Okay, vielleicht zur Wirtschaftswunderzeit, so in den 50er Jahren vielleicht, aber das bekommen wir irgendwie so alles wieder. Ne? Also ein Computer kann heute jeder bedienen, aber einen Nagel in die Wand klopfen oder eine Steckdose an die Wand zu schrauben kann heute fast keiner mehr. Hört sich ein bisschen übertrieben an, ist auch ein bisschen übertrieben, aber so ganz falsch liege ich damit nicht. So. Und wir haben natürlich unser Hauptkerngeschäft, unsere Autogas-Umrüstgeschichte und dafür haben wir ja nun 3 Mann, unseren Floppy, Dome und Richie. Jetzt haben wir natürlich ja auch noch eine andere Sparte und noch ganz, ganz viel Krams vor, wo unser Herz so für schlägt und was wir natürlich auch unbedingt machen wollen. Und zwar auch so Sachen, die sich irgendwie komplett widersprechen. Und zwar ganz, ganz alte Sachen und auch ganz, ganz neue Sachen. Und ich denke, gerade das ist interessant, ja. So, ich habe ja, ihr habt ihn schon gesehen, unser Nico, der fängt jetzt, der hat jetzt Probearbeiten gemacht. Okay, der arbeitet ja schon seit Mitte letzten Monat. Ist egal, ich habe ihn noch gar nicht vorgestellt. Da habe ich ja, egal, Nico, unseren Lackierer haben wir. So, dann kommt unser Justin. Justin ist ein frisch ausgebildeter, frisch ausgelernter Kfz-Mechatroniker. Ach, den habt ihr doch gesehen, von dem habe ich doch den Kommunaltraktor, den Rasentraktor. Justin Zuckerstecke, was los? Heute Geburtstag, kriegst du Multicar oder was? Auf jeden Fall. Und ich habe ihn gleich direkt eingestellt, weil er war mir so dermaßen mega sympathisch, da ich sagte, Mensch, du kannst also diesen Mann irgendwo nicht entgehen lassen. Ne? Unser Justin hat hier in 2-3 Ortschaften weiter in einer Werkstatt seine Ausbildung gemacht. Da war er jetzt 3,5 Jahre beschäftigt und hat eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker gemacht. Und wie gesagt, Ausbildung ist zu Ende und er sucht eben halt dann ein neues Wirkungsfeld. Und da kommen wir ja eigentlich irgendwie genau richtig. Warum habe ich Justin eingestellt? Warum lasse ich mir ihn nicht entgehen? Ganz einfach aus dem Grund, weil der Typ hatte mit einem 14, 15 Lebensjahr schon irgendwie 20 Kettensägen zu Hause und hat die immer repariert und gemacht, getan. Sein Herz schlägt für Landmaschinen, für Agrartechnik und so weiter. Er will das Multicar ja auch restaurieren, hat diesen Kommunaltrakt ja auch fertig gemacht und so. Also er lebt für diesen Kram und genau das ist der richtige Mann für uns. Natürlich sind unsere amerikanischen Oldtimer und so eine andere Welt, aber das ist im Grunde völlig egal. Ja, ja, Justin haben wir und ich habe ihm das Angebot gemacht, hier, pass auf Justin, fang bei uns an, wir brauchen Leute wie dich, für die das technische Herz nur schlägt und dich können wir wunderbar einsetzen. Ne? Ich denke mal so im Großen und Ganzen wahrscheinlich oben auf dem Schnäppchen Haus, Bauernhof für unsere amerikanischen Oldtimer. Da wird ja noch eine zweite Werkstatt gemacht, die sich nur mit dem Oldtimer-Bereich befasst. Ne? Ja, ich weiß, wir haben hier unten unsere Lackieranlage auch, aber die Fahrzeuge werden dann runtertransportiert eben für die Lackierkabine. Ne? Vorarbeiten können wir ja auch da hinten machen. Ihr wisst es ja, wir haben keine besonders tolle Struktur, aber irgendwo haben wir eine Struktur, wo alles funktioniert. Ne? Ja, wir müssen alles leider ein bisschen aufteilen, ne? Weil die große Halle hier unten, wo Dome, Richie und Floppy arbeiten,
ist natürlich grundsätzlich immer voll mit Autogasumrüstungen. Von montags bis teilweise samstags, nachmittags. So, ja, und da können wir kein Projekt so richtig wirklich durchziehen. Wir sind schon nicht so klein von den Räumlichkeiten. Wir haben schon reichlich Platz, aber wenn wir dann mal ein Auto haben, wo wir mal, sag ich mal, 2-3 Tage auf ein Ersatzteil warten müssen, ja, dann bauen wir es wieder notdürftig zusammen, fahren es runter, weil dann wieder ein Auto zur Autogasumrüstung kommt. Ne? Ich bin daher glücklich drüber. Und das ist ja, wie gesagt, auch unser Leben und ist ja auch unser Hauptkerngeschäft. Ne? Nichtsdestotrotz schlägt natürlich unser Herz auch für andere Sachen. Ja, so. Und da ist, soll Justin dann oben mehr beim Schnäppchenhaus Bauernhof, da richten wir die Werkstatt noch ein. Habe ich auch schon mal erzählt. Und dann kommt noch unser Manuel. Manuel habt ihr auch gesehen, der war auch eine Woche Probearbeiten bei uns. Und den stellen wir auch ein ab dem 1. Juni. So, Manuel war die letzten, auch sein Leben lang Schrauber. Sein Leben lang ist mit dem Schraubenschlüssel geboren worden quasi. Er war die letzten 15 Jahre Zweiradmechaniker. Zweiradmechatroniker und hat Motorräder repariert, ausgeschlachtet, wie, umgebaut, alles Mögliche. Hat davor auch immer viel an Autos geschraubt. Auch ein Typ, den man sich nicht entgehen lassen kann, denke ich mal so. Ne? Ja, und unser Nico ist auch gelernter Lackierer und der macht eben halt dann die Lackierarbeiten. Ne? Was könnt ihr also in Zukunft von uns erwarten? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil das ist so viel. Die typische Autogasgeschichte ist klar, ist und bleibt unser Kerngeschäft. Da wollen wir weiter aufklären, informieren, technische Beratung, Support, Tipps geben und so weiter und so fort, wie ihr mit eurem Verbrennerfahrzeug günstig zur Arbeit kommt und zurück und Urlaub und so weiter und so fort. Das ist ganz wichtig. Dafür ist damit ist GM Service Nagel ja auch groß geworden und auch bekannt bei euch. Und natürlich unsere Liebhaber, Youngtimer, Oldtimer-Fahrzeuge, alle Autos, die man nicht irgendwo so bei jedem Schotterplatzhändler kaufen kann. Und da haben wir ja auch reichlich und die stehen ja schon die ganze Zeit rum, weil Schnäppchenhaus Bauernhof für die letzten 2 Jahre eigentlich höchste Priorität hatten und wir keine Zeit hatten. Ne? Und da geht es auch weiter, dass wir eben quasi unsere amerikanischen Oldtimer, unsere deutschen Oldtimer, unsere Mercedes-Fahrzeuge. Also ich unterteile jetzt immer Sachen. Also die deutschen Youngtimer, Oldtimer sind eine interessante Geschichte, wieder Rekord. Dann die amerikanischen Heckflossenmonster und so Krams, die wir haben. Ne? Und natürlich dann auch die Mercedes-Fahrzeuge, alte sowie neue. Das ist eigentlich so unser Steckenpferd. Bei uns sind das eben halt die Prioritäten auf diese 3 Fahrzeugtypen, sag ich mal. Ne? Ja, und dann ist natürlich auch wichtig, Energiewende. Nicht für YouTube-Content oder sonst irgendwas, sondern weil ich es wirklich machen will. Ich brenne wirklich dafür, für die neue Technik. Ich finde das ganz, ganz wichtig, dass da wirklich was passiert. Dass wir kein scheiß Kohlekraftwerk, dass wir keine Gaskraftwerke, dass wir keine Atomkraft und so weiter und so fort mehr brauchen. Die Politik hat so viel falsch gemacht die letzten Jahre. Und wir wollen dann in unserer kleinen Gemeinde wenigstens alles richtig machen. Und das wollen wir auch zeigen. Also, was ist der Plan? Ja, Photovoltaik. Ganz, ganz viel Photovoltaik drauf. Ganz großen Speicher überall rein. Wärmepumpen, Klimaanlagen, Heizung bei mir in der ganzen Bude. Und da möchte ich noch einen BHKW einbinden. Falls mal wirklich die Sonne nicht scheint, der Speicher leer ist, springt das BHKW an. Natürlich über Flüssiggas. Ich habe meinen Flüssiggastank da. Ne? Ja, das ist dann noch ein interessantes Thema. Und natürlich die Elektromobilität. Ich habe da immer so viel drüber gelacht. Kauft euch mal eure blöden Elektroautos. Oh, Elektroauto lohnt sich nicht. Ne? Ach, mag sich auch in einigen Bereichen nicht so wirklich lohnen, wenn man darüber nachdenkt, dass die Kilowattstunde bald 70 Cent oder sowas kostet oder 80, 90 Cent. Ist es ein bisschen doof. Ne? Aber ich finde die Technik der Elektrofahrzeuge natürlich mega, mega interessant und man darf sich dieser Technik grundsätzlich nicht verschließen. In Verbindung mit einer Photovoltaikanlage, wenn du wirklich die luxuriöse Situation hast dein eigenes Einfamilienhaus, eine große Dachfläche, hast da deine Solaranlage, möglichst noch mit Speicher und kannst dann daran nicht nur die Wärmepumpen betreiben mit einem Scoop von 5, also dass du quasi aus 1 kW Wärme, 1 kW elektrische Energie, 5 kW Wärme quasi machst, was ja heute ohne Probleme möglich ist, kannst du sogar dein Elektroauto damit noch gratis laden und ich finde, das ist alles so eierlegende Wollmilchsau, dass das an Nagel nicht vorbeigeht, an Nagel, seinem Techniker, Mechaniker, Herz und so weiter und so fort. Ich muss ja ehrlich sagen, die feine Kfz-Elektrotechnik, die habe ich natürlich gefressen, natürlich durch die Autogasanlagen und so weiter und so fort. Ne? Mit Elektroauto-Umbauten habe ich mich auch schon sehr, sehr viel befasst, wollte ich auch immer mal machen, aber dann ist die Auftragslage auch wieder so groß geworden, dass wir es nicht konnten. So, also was machen wir? Wir müssen das ein bisschen aufteilen, ein bisschen besser strukturieren. Die 3 Jungs unten machen ihre Autogasumrüstung und die anderen
das muss man eben halt gucken, wie, ich kenne die Leute ja auch noch nicht so gut, wie wem was liegt, wie wo was machen kann. Wir brauchen dann auch noch einen Elektriker und so weiter und so fort, um diese ganzen zukünftigen Projekte natürlich auch verwirklichen zu können. Ne? Aber das ist, wie gesagt, das, was ihr vom Nagelstudio, vom YouTube-Kanal GM-Service Nagel als Zuckerschnecke von uns erwarten könnt in Zukunft. Ne? Ja, so, und jetzt Dienstag haben wir heute. Gestern bin ich nicht dazu gekommen, ein Video zu machen, noch so viel Krams noch zu erledigen. Jetzt gehe ich mit euch runter und wir gucken uns Autos an und ihr wisst auf jeden Fall, was auf euch zukommt. Und ja, es wird spannend, bleibt dran. Abo und Glocke und ihr wisst Bescheid. Ganz wichtig, Nagelstudio ist immer up-to-date, immer bei euch für Informationen und natürlich in eurem Herzen. Mal runtergehen und gucken, was die da unten machen. Ich muss mich auch noch bei euch entschuldigen. Letztens für die, wo ich das Video gemacht habe, von dem Opel Rekord, wo wir den lackiert hatten, dass da quasi der Rand immer so sich gespiegelt und verschwommen ist. Ne? Es ist eben halt, wir versuchen natürlich Videos zu machen, auch gute Videos zu machen, so wie wir es eben halt können, wo unsere Kreativität es zulässt. Und Equipment ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. Ne? Ja, jetzt gibt es aber grundsätzlich natürlich im, so im Amateurbereich auch nicht immer so die optimalsten Lösungen. Ne? Ich hatte zum Beispiel eine Kamera, die hatte einen automatischen, wie nennt sich denn das, einen automatischen Gimbal drin, aber der Sensor war zu klein und hat damit natürlich relativ wenig Licht eingefangen. Und wir haben natürlich hier oben im Büro und so weiter und manchmal in der Werkstatt nicht so die allerbesten Lichtverhältnisse. Also was braucht man dann für eine Kamera? Eine Kamera, die natürlich einen großen Sensor hat. Ja, das Problem ist natürlich, wenn die so einen riesigen 1 Zoll Sensor hat, so wie meine, was sind das hier, Lumix, dann haben die natürlich auch keinen Gimbal drin. Ne? Jetzt könnte ich auch einen Gimbal nehmen, da drunter schrauben, der muss ich dann jedes Mal ausrichten und so weiter und so fort. Da brauche ich schon eine Viertelstunde Vorbereitungszeit, alleine bis ich das Video mache. So. Und jetzt habe ich natürlich mit der Lumix immer ganz viele Videos gemacht. Ich bin von der Bildqualität und von der Ausleuchtung und von der Klangqualität, Ton und alles natürlich sehr begeistert, so wie ihr natürlich auch, aber ja, es wackelt natürlich ziemlich und das ist natürlich immer die große Problematik an der Kamera. Also ich versuche sie ruhig zu halten, manchmal geht's aber nicht. Ne? Und, warum ist das so ruhig hier? Verdiene ich überhaupt kein Geld mehr? Machen die alle Pause? Na, wir gucken gleich. Ja, und dann habe ich es versucht mit diesem automatischen, mit diesem digitalen Bildstabilisierer und da ist es eben halt passiert, der ist vielleicht nicht besonders gut. Versuche die Kamera ruhig zu halten. Was soll man machen? Überall muss man Kompromisse eingehen. Warum ist das hier so ruhig? Alarm konzentrieren. Wo drauf? Ach, das ist ja ein GLK, hä? Was haben wir denn hier drin? M272 Motor. Ist ein 280er oder 350er? 280er, jawohl. GLK, sehr häufiges Auto. M272 sowieso. Aber, Leute, ich muss euch was ganz, ganz Schönes zeigen. Der kam gestern hier auf dem Hof und ich bin, ja, total verliebt. Ein 1959er Chevy Apache. Ist dieses Auto nicht schön? An da passt ja nun wohl wirklich alles. Farbe, Felgen, dieses End-50er Design. Ich liebe es. An jedem amerikanischen Oldtimer. Kunstwerke, wirklich fahrende Kunstwerke. Ein sehr, sehr netter Mann mit seiner Frau, der Oldtimer sammelt, besitzt dieses Fahrzeug und möchte ihn alltäglicher fahren. Und deswegen bekommt er von uns eine wundervolle Venturi-Anlage. Natürlich wieder UMVL Venturi-System. Wir zeigen euch das später auch wieder mit Einstellen, Eindruck und dran, wie schön der auch läuft. Auch guckt euch mal an, wie schön der. Alles perfekt von Lack. Wir gucken mal rein. Wow, ist das ein Auto. Felgen, alles. Das Auto ist so mega schön. Holzlenkrad drin, wie sich das gehört. Es gibt wirklich Leute mit extrem guten Geschmack. Ich kann überhaupt nicht weggucken. Mein Gott, ist dieses Auto schön. Auch wirklich gut restauriert. Also jetzt hier nicht irgendwie huschfusch irgendwas. Wirklich ein schönes und ein teures Auto. Das lässt natürlich unser Herz, warum geht die Tür hier nicht zu? Alles ein bisschen massiver hier bei dem Bock, ne? Ja, sowas lässt natürlich unser Herz höher schlagen. Ich habe von diesen Böcken auch noch so viele. Also jetzt nicht den, aber Renshiro Fairlane und 1959er Buick und was nicht alles. Kommt ja alles noch. Bleibt dran. Aber das ist wirklich ein Traum, ne? Sagt mal ehrlich. Ja, kriegt wahrscheinlich einen Radmullentank unten drunter. Alles so. Hat Richie, glaube ich, gestern mit dem Kunden abgeschoben. Achso, Richie, auch hast du den Kaffee geholt, Schnucki? Putzi? Hast du abgeschoben? Was kommt hier drunter bei dem Apple? Ist der sexy?
Das ist unfassbar schön, dieses Auto, ne? 720 mal 220 Unterflurtank. Okay. Mit 73 Liter oder irgendwas. Ja, dann will er so weite Strecken gar nicht fahren, ne? Na, was wird so ein Auto verbrauchen? So ein Auto verbraucht immer 20 Liter. Ist so. CW-Wert wie eine Schrankwand. Ist nun mal so auch gar nicht so besonders leicht, das Auto. Und dann verbraucht er natürlich ein bisschen was. Und wie viel Liter Tank? 73. So, da kriegt er 60 Liter rein, kommt da trotzdem 300 Kilometer. Ne? 300 Kilometer mit, was weiß ich. Ja, fährt auch im Urlaub mit dem Ding. Ach so. Ja, der packt sich da zwei Motorräder hinten drauf, einen Wohnwagen hinter und dann fahren die im Urlaub. Ja, das ist doch super. Ich hab auch gar nicht runtergeguckt. Ja, 20 Euro pro 100 Kilometer anstand 40 Euro pro 100 Kilometer, ne? Ist eben halt so. Benzinpreise sind bei 2 Euro und Gaspreise, obwohl jetzt geht es ja ein bisschen runter, glaube ich, ne? Und Gaspreise gehen auch wieder mit runter, ne? Durch diese komische Steuerentlastung. Oh, der ist von unten so super gemacht, ne? Mann, das ist ja alles toll verarbeitet. Da muss ich mal ein bisschen genauer hingucken hier. Oh, super hier. Guck mal, schöne Edelstahl-Flexrohre. Gut gemacht, gut gemacht. Auspuff beide schöner Seite raus. Schönes Auto. Himmels. Ist ein bisschen nah am Reifen. Ja, komm, wir sind jetzt nicht hier. Wir brauchen jetzt keine HU machen. Nee, aber. Schön gemacht, ne? Ja. Schöne Holzladefläche. No, da passt doch ein guter Tank drunter hier hinten, ne? Ja. Ja, 720. Ach, der will den nicht so tief haben, ne? Ja. Also 720, 200 wäre schon. Ja, okay. Er darf ja nun mal nicht tiefer sein als das Hinterachsdifferenzial. Und von daher passt das schon ganz gut. Junge, ist das Auto schön. Selten so einen schönen Oldtimer gehabt hier, ne? Ja. Obwohl schon viele schöne, ne? Aber der ist auch wirklich so gut gemacht alles, ne? Das sieht man schon. Hier, der Fachmann sieht da schon oben, ne? Oben alles, neue Radbremszylinder drin, alles also wirklich gut restauriert, da ist nichts. Der Hijacker hat da hinten drin, um den hinten ein bisschen aufzupumpen, das ist oft so. Wo ist denn der Fachmann? Was? Wo ist denn der Fachmann? Hier, mach mal lieber den M273 da fertig. Ja. W212 als Coupé. Nee, das ist dann ein C207. C207 heißt der? Achso. Könnte auch C212 heißen, ne? Theoretisch ja. Na, wir haben hier richtig typisch M273, ne? Ja. Ach, nichts Besonderes. Standardgeschichten, 5,5 Liter. 387 PS. Mit neuer Brücke. Hast du wieder draufgebaut, neue Brücke? Ja, klar. Hat der Kunde wieder mitgebracht, ne? Ja. Das ist eben halt, ihr wisst es ja, 272, 273 hier, Schaltsaugrohr, Wirbelklappen, alles schlagen immer ein bisschen aus, so um 2000 Kilometer kann, ja, oder, der hat auch noch nicht mal so viel gelaufen, ne? Der hat keine 70. Und warum macht der das Saugrohr neu? Ist ein bisschen früh, ne? Also ich würde sagen, so bei 100, ab 180.000 Kilometer kann man drüber nachdenken, das Saugrohr neu zu machen, vorher nicht, ne? Ist egal, der Kunde hat uns eins mitgebracht, der hat unsere Warnung wahrscheinlich auf YouTube gehört, hier M273 umrüsten, bringt ein neues Saugrohr mit, wir bauen gleich ein neues rein. Hat er gemacht, obwohl es ein bisschen früh ist. Och Gott, oh Gott. Hier, was wir noch zu tun haben. Alles hier an Groh Prinz Motor Kids. Da liegt viel Geld rum in der Ecke. Glaubt mal. Hey, moin! Was macht dein Rekord? Halbseite poliert. Ja. Gott, ist diese Farbe schön. Sag mal, Nico, kannst du verstehen, wie einer drunter schreiben kann, dass diese Farbe hässlich ist? Nee. Ich auch nicht. Ich finde sie eigentlich ganz geil. Ernsthaft? Vielleicht wirkt es im Video ja anders. Ja. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber der ist so schön. Ja. Ich finde sie an dem Auto echt klasse. Mega, ne? Ja, das ist ja wohl mal jetzt eine Lackqualität, ne? Schön gefinisht schon. Super schön. Ach, kurz, du hast auch schon wieder dran. Motorhaube drauf. Ja, Mensch, das sieht ja schon wieder richtig aus wie ein Auto. Ja. Ja, nur leider haben wir keine Zeit, ihn zusammenzubauen. Ist egal, wir haben andere Projekte, den wollen wir ja so verkaufen, ihr wisst es ja. Wenn nie einer kauft, wenn nicht, müssen wir den doch zusammenbauen. Ja. So, was hast du mit deinen Läufern gemacht? Hast du die gut rausgekriegt? Ja. Da musst du noch ein bisschen polieren, ne? Jetzt muss ich. Hast du leider durchgeschliffen, Beine. Das bleibt manchmal nicht aus. Ist halt so. Wir haben ja den super Trick angewendet, und zwar kannst du ja Läufer, ja, kannst du ja mit dem Lackhobel machen und so weiter und so fort. Du siehst du immer. Es gibt auch einen guten Trick, dass man so Läufer einfach überspachtelt und dann rausschleift. Dann ist wenigstens links und rechts nicht durchgeschliffen. Das haben wir bei dem Auto auch gemacht und Überraschung erlebt, ne? Ja. Ja, bei 2K Uni ist es nämlich so, dass die Farbe den Spachtel annimmt und sich dann der Spachtel abzeichnet und du kriegst es nicht rausgeschliffen, genau. Ne? Ja, wir haben es probiert, aber ging nicht. Ja, super! Ja. Prima. Ja, so kann der ja wohl fast dann auch schon bald raus, ne? Hier hast du die Läufer auch raus. Genau.
Hast du schon rauspoliert? Nee, hier auch noch nicht. Ach so. Die Seite ist jetzt fertig. Sieht man trotzdem nichts, ne? Ach, da genau, da, da sieht man es. Ne? Ja, polierst die Sache noch über. Ja. Und dann ist der wohl wirklich super. Gott, ist das Auto schön. Ich finde die Farbe geil. Das ist genau das Richtige. Wenn da jetzt noch die Scheiben drin sind, Chrom, Scheiben machen wir ja auch noch rein. Dann stellen wir, packen wir unten wieder ein. Super. Ja. Ja. Und Nico, macht Spaß. Ja, macht Spaß. Hoffen, dass er uns erhalten bleibt. Ja. Mit Sicherheit. Auf jeden Fall. Gut, okay, dann. Ja. Ich könnte hier stundenlang mir dieses Auto angucken. Der ist so schön. Was steht denn da noch für ein? Zur Umrüstung noch wahrscheinlich, ne? Ich glaube. Cabrio, ja. Okay. Ja, der ist ja auch noch da. Hier, der ist noch nicht abgeholt worden. Der ist ja fertig. Umgerüstet, der muss noch abgeholt werden. Den holen sie wahrscheinlich wieder mit dem Anhänger ab. Ja, was als nächstes Projekt? Müssen wir gucken. Ja, müssen wir gucken. Ja. Ist ja genug da. Ist genug da, genau. Noch einiges zu tun. Am nächsten Monat wird es noch ein bisschen, bisschen turbulenter, weil wie gesagt, es kommen noch ein paar Leute, die uns hier Gott sei Dank unterstützen und euch guten Content liefern. Ich weiß gar nicht, wo mein Dömchen ist. Dom rüstet den. Dom macht den fertig hier, den Apache, ne? Ja. Floppy macht GLK, Richie macht M273, C212, 207, Coupé. Ja, alles klar, ich guck mal, wo. Oder ist Dom auf Einstellfahrt oder so? Ich weiß es nicht. Ich guck mal hier vorne. Ute ist heute nicht da. Ute ist nur montags, mittwochs, freitags oder donnerstags oder sonst irgendwas da. Ich weiß gar nicht. Kriegst nicht so auf den Zettel, weil. Das macht immer Dome mit ihr aus, wann sie am meisten gebraucht wird. Ne? Ab und zu hat es aber auch mal Langeweile. Dann fehlen wir ihr und dann kommt sie trotzdem. Okay, meine Lieben, so ein wenig ausgeschweift über unsere Pläne in Zukunft. Aber ich hoffe, es hat euch interessiert und ihr bleibt am Ball. Es wird alles mega spannend und sehr facettenreich, würde ich mal sagen, oder? Schreibt es unten drunter. Vielen Dank fürs Gucken. Tschüss.